Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindustry hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich musste gerade kurz überlegen, wie das Spiel heißt. Eieieiei. Bei uns sind Chaos und Thompson. Hat man nicht gemerkt? Naja, manchmal habe ich ein bisschen kleinen Brain-Lag, weißt du? Ich habe so einen Brain-Bug. Kennst du den Brain-Bug? Ja, von Half-Life. Hä? Oder sind die aus Storm, aus den Star? Starship Troopers, jetzt verstehen wir uns. Die Starship Troopers sind. Wie heißen die in Half-Life? Heißen die nicht? Nein, die heißen anders. Thomas anders? Nein. Kennst du den? Ja. Der hat doch hier Kirsche, Kirsche, Dame, der hat doch gesungen. Ich glaube, du hast schon mal von dem erzählt. Was, von dem Thomas anders? Ja. Der war ja die Hälfte von modernes Reden. Also Modern Talking. Das war der Gitarrist von Dieter Bohlen. Ein paar Leute. Ah, der macht ja jetzt Werbung für Winkel, ne? Für. Der Dieter Bohlen. Echt? Ja. Bei uns hat's. Er hat mal ein ganz nettes Rabigramm gekriegt. Kennt ihr Rabigramme? Also Stefan Raab kennt ihr ja, ne? Und es gab früher, also Rabigramm, eine Nachmachung von dem, wie heißt der, von Rudi Carrell, der hat Rudigramm oder sowas gesungen, keine Ahnung, was Loblieder waren auf diejenigen welchen. Und Stefan Raab hat das alles ein bisschen umgekehrt und hat gesagt, nee, kein Loblied, ich mache ein blödsinniges Lied mit so einer Kehrtwende, wo es dann halt doof wird, ne? Ja, also er ja. Könnte. Da hat er zum Beispiel ein Rabigramm, da war es ja schon bekannt dafür, dass das auch böse Lieder sind. Und da saß er bei Wetten, das auf der Couch. Kann man jetzt garantiert auch googeln, wenn man möchte. Wird man garantiert raus. Saß er bei Wetten, das auf der Couch und musste dort, oder konnte und durfte dort, was denn da noch mehr? Ja. Bleivergiftung hier. Nicht schön. Und da saß er bei Wetten, das auf der Bank und da saß dann auch Dieter Bohlen mit seiner damaligen Frau, Freundin, keine Ahnung, wie er damit er verkehrt hat, ist aber auch egal. Und die beiden Klitschkos saßen da und er wollte ein Rabigramm für die Klitschkos singen. So, dabei, oder das war sein Wetteinsatz, dass er einen singen musste, wenn er seine Wette verliert. Ja. Und dabei natürlich ist ihm der Arsch noch ein bisschen auf Grundeis gegangen, ne? Wenn man jetzt gegen die Klitschkos eventuell vielleicht ein Lied singt, was nicht so gut ist oder nicht so gut ankommen könnte. Oder vielleicht sogar gemein und böse ist. Naja, könnt ihr zumindest zwischenzeitlich dafür sorgen, dass man vielleicht eventuell blaue Augen hat, aber nicht von Haus aus, sondern einfach mal geschlagen. So, jedenfalls. Aber ich glaube, die Klitschkos dürften eh ganz nett sein. Ah ne, warum sollten die auch nicht nett sein? Jedenfalls hat er dann angefangen und hat dann gesungen so Vitali und Vladimir, ich wäre ganz genauso stark wie ihr. So, ich kann das noch ziemlich genau, weil ich fand das so lustig. Entschuldigung, das ist mein Humor einfach. Und dann hat er dann halt gesungen, könnt ihr nicht mal den Dieter Bohlen, den Arsch so richtig schön versohlen. War lustig, war nicht gut. Ich glaube, er hat auch noch irgendwas, ich glaube, da war der Bohlen gerade mit der Feldbusch zusammen. Er hat auch, glaube ich, auch noch irgendwas Dummes über die Feldbusch gesungen. Aber das ist was anderes. Jetzt da haben wir den Wasserextraktor übrigens. Das ist ja Industriescheiß. Ich will eine Graphitpresse haben. Warum kann ich die hier nicht hinbauen, weil da Baum steht, ne? Der Baum, der stört mich jetzt da. Kann ich immer. Hat er immer eine Motorsäge? Tja. Wer war denn das? Wer wollte denn eigentlich immer eine Motorsäge haben? Ich. Chaos. Wofür wolltest du die haben? Wieso haben wir keinen Kupfer im Kern? Oh, ist Mangelware. Kann ich leider nicht beantworten. Achso. Was ist denn das hier? Hat hier einer eine Verteidigung aufgebaut mit Blei? Ja, ich habe eine Luftverteidigung, falls da einer durchfliegt. Ah ja. Du ist ja fast clever. Aber auch nur fast. So. Wie auch nur fast. Nix. Ich fand das ganz clever, was er da gemacht hat.
Kommt noch nicht fertig, weil wir jetzt mehr Kupfer brauchen. Du bist auch. Du bist ganz clever. Hast du gehört? Ja. Auch nicht Strom nehmen, ne? Wer? Auf Feed pressen. Nein. Ja, was soll ich sagen? Hey! Sorry. Richtags. Was ballerst du hier durch die Gegend? Ja, ich hab versucht da was zu farmen, aber dafür war ich ein Stückchen zu weit weg. Oh mein Gott, Dank. So, sehr schön. Gut. Ah, ich habe noch viel mehr Kupfer in der Tasche. Gut, ja, erzählt noch mal was Schönes. Wie war denn euer Tag? Eure Woche kann ich ja nicht sagen, wir sind ja immer noch in der gleichen. Ja, sehr schön. Wir waren heute in einem Park in Wien spazieren. Stimmt, du hast Nüsse-Diebe beobachtet. Na, das waren Zieseln. Was für Viecher? Wiesel. Das ist ein Ziesel. Das gehört zu der Gattung der Wiesel. Wieselziesel. Okay. Also und die fressen Gräser. Gehört zur Gattung der Wiesel. Genau. Und die fressen Gräser. Bin ich lustig. Und Insekten. Leute. Was? Die fressen Gräser und Insekten. Ah, Insekten auch. Mhm. Es ist scheißegal, welche Glaubensgemeinschaft, Hauptsache Insekt. Manche Glaubensgemeinschaften sind ja darauf gegründet, dass eine Dame meinte, dass sie vom Heiligen Geist bestäubt wurde. Also das ist schon echt. Entschuldigung für jeden, der daran glaubt, aber... Immerhin ist eine Weltreligion draus geworden. Ja. So, eine Weltreligion. Kann man nichts viel dagegen sagen, wenn das geschafft wird. Nee. So, gut. Ein bisschen was wird da produziert und gibt auch noch Kohle, aber das ist. So, jetzt bauen wir hier. Mal Stromkraftwerke. Ich kann nämlich das verbrennen. Ach, Silentium fehlt mir noch. Ja. Ah, für Silentium brauchen wir aber Strom, ne? Ja. Ist doch schade. So, was machen wir denn da? Ja, müssen wir erstmal anderweitig Strom herstellen. Ne? Verbrennungsmotor hinstellen hier. Ja. So, ich mach mal mit dem Verbrennungsmotor ein bisschen Strom, ne? Mhm. Und dann machst du mal eine Silenzium-Produktion irgendwo, dann bring ich dir mal Strom vorbei. Ja, gut, Automotor. Automotor an sich. Wieder mal ein Kopf. Freundin kuscheln, jetzt, Fragezeichen, kam zurück, bin schon im Bett. Ja, dann? Was? Ist doch der beste Ort zum Kuscheln, oder nicht? Oder wo treibt man sich sonst rum? Normalerweise schon. Ich hätte da jetzt nichts gegen gefunden, also ich hätte das jetzt glatt weg so gemacht.
Vielleicht bin ich auch einfach altmodisch und will im Bett kuscheln. So, was? Nee. Vielleicht wollte sie einfach sagen, ich habe keine Lust, aber... Den Sand müssen wir uns von da holen. Wieso? Gehst du über schwarzer Sand oder nicht? Nee. Ist kein schwarzer Sand hier? Komischen Brocken nicht, ne? Bist du hier da deine Kohle drauf? Nee. Ist mit den Tupfen. Mit den Tupfen. Das ist alles dunkler Sand. Hier. Na, das ist gestrichelte. Dunkler Sand, wenn wir drüber. Machen wir's hier. Ach so. Ah, das sind einzelne Flecken von dunklem Sand im anderen Zeug drin. Nun machen wir's hier. Wären wir schon wieder beim Bett. So, hier vorne bei mir ist auch noch Sand. Was war das gerade? Was kommt? Hm? Hat gerade so komisch geruckelt. Hm. Hört die Mauer rum? So, ja. Ich wollte zuerst die Mauer hier vorne fertig bauen. Ah ja. Da noch mit einem Mann, oder wie? Ja. Kann man das verschießen? Nein. Das ist ein extra Bonus? Nein. Hm. Eigentlich könnte ich es noch bis hier vorne. Das ist nicht die Antwort, die ich erwartet habe. Könnte echt sein. Leise bin. Na ja, gut. Also für mich bist du normal. Ja, aber ihr hört mich auch nicht über den großen Brenner. Das stimmt. Hast du euch da noch Hilfe mit? Genau. Abreißen. Naja. Gut, das muss ich mal überprüfen nachher. Da kommen welche. Ach, zwei. Oh, das ist ja niedlich. So, wie viele müssen wir überstehen? 25 Stück? Naja, das geht ja noch. Ja. So, wie sieht's hier aus jetzt? Haben wir Silenzium? Ja, Silenzium haben wir. Mehr Mut mit Leergut. Oder war das mit Wermut? Warum heißt das denn nicht Wermutstropfen? Ist das eine? Nein. Ich wollte mal eine Folge machen und wollte mir... Da muss ich mir den Faust nochmal durchlesen. Ich wollte ein paar Faustzitate unterbringen. Hm. Ja, weil ich doch hier mit dem Kern des Pudels und so weiter, da waren wir doch schon bei Faust angekommen. Und dann hat jemand doch einen sehr ausführlichen Kommentar dazu geschrieben. Was es da so alles gibt bei Goethes Faust. Und so. Ich muss gestehen, ich habe Goethes Faust nie gelesen. Wir haben in der Schule, in Österreich, aber ich weiß nicht, ob der jetzt Goethe liest. Aber, auf jeden Fall war bei uns in der Schule das so, dass wir einen Deutschlehrer hatten, der sehr viel modernes Zeug mit uns lesen wollte. Unter anderem in sowas Tolles wie Die Bälle und Wolke und, ja, was war denn da noch alles? Naja, solche Sachen halt. Ja, du, hat sich auch gut weggelesen. Ich habe die Bücher mal gerne gelesen, weil ich gerne lese. Aber ja, was soll ich sagen? Also es war jetzt nicht unbedingt so, dass er den Kurs auf die klassischen Werke einging. Das Problem, was dann aber dadurch entstanden ist, ist gewesen... Bildungslücke. Ja, erstens Bildungslücken entstehen. Nein, aber wir hatten in der 10. Klasse einen Lehrerwechsel.
von einem Lehrer auf den anderen. Und der andere Lehrer, der war, oder Lehrerin war das ja immer, die war sehr, sehr auf klassische Werke aus. Habe ich den Nathan den Weisen zum Beispiel. Und wir haben dort halt eben nicht geschafft, dann Goethes Faust noch mit durchzunehmen. Ich kenne einige, sagen wir mal, klassische Stellen, Gretchenfrage, dies, das und sowas, ne? Also das weiß ich alles, dass das aus Goethes Faust stammt und wer da Mephisto ist. Aber wie gesagt, so richtig alles, also da gibt es sicherlich einzelne Gedichte daraus, die man vielleicht eventuell oder einzelne Zitate man quasi nutzen kann, um damit vielleicht mal so eine Folge zu filmen. Also das wäre natürlich dann wirklich ein Special des Specials, aber da muss man sich natürlich auch drauf vorbereiten. Vielleicht finde ich aber auch irgendjemanden, der mir persönlich ein bisschen mehr zu Goethes Faust quasi mitteilen kann, dass ich dann von dem oder der, je nachdem, souffliert werde während der Aufnahme und mir dann solche Sachen einfach ins Ohr gelegt werden. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Macht das mit einer 9mm nicht so gut. So. Was? Achso, das war der Leitspruch zum Radio. Entschuldigung. Also wenn ihr jetzt ein 9mm Radio hättet, das wäre... Ein 9mm Radio. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja einen Radiosender, der so heißt. Achso. Da finde ich immer hier von Radio PSR gibt es immer so lustige Lieder, so Liederverarschungen. Da gibt es eins, das heißt Hör auf der Mutti. Das ist das Radio PSR, das ist ein sächsischer Sender. Deswegen Höhe Ulf de Moody. Das finde ich gut. Okay. Ah, habe ich meiner Mutter vorgespielt. Hat sie gesagt, ja, mach das endlich mal. Siehst du, er singt. Ja. Bist du also ein schlimmer Finger? Ganz ein schlimmer. Haben wir Metaglas? Ja, im Lager, aber noch nicht in der Produktion. Aber alles jetzt haben wir gerade ein kleines Stromproblem. Ein kleines? Aber jetzt haben wir schon genug Silizium für ein paar Solarzellen. Ja, möchtest du kleine oder große Solarzellen bauen? Die kleinen, weil für die großen brauchen wir Phasengewebe. Da haben wir was 300 Stück von. Wo wollen wir es denn hinbauen? Hier oben in der Ecke irgendwo? Oder unten. Hier, da direkt neben dem Speicher. Kein Produkt da, wo das Sand ist. Ja, hier. Ja, aber den Sand doch nicht zubauen. Nein. Hier. Irgendwo. Ich mal ein Stromkabel kurz mal ran hier nochmal, weil ich weiß nicht, ob das... Ja. Ja. Ja, wir produzieren dann wieder. Jetzt haben wir bloß zwei. Gut. Ja, nee, also da war sie dann. Ne? Mach das doch mal. Clever, wenn du das. Aber. Aber es wurde ignoriert. Nein, natürlich nicht. Natürlich höre ich. Ja. Natürlich höre ich auf der Mutti. Ist schon was richtig. Deswegen ist sie auch Mutti. Oder wie das freche Baby immer sagt, und Fadi, nicht die Mama. Boah, das Silizium geht weg. Halt, die braucht das, Dude. Ich hätte ja Thorium. Was ist er noch? Ich gerade nicht. Ich kann einen Thorium-Generator aufstellen. Brauchen wir Kühlung für. Okay. Irgendwo Lava oder nicht? Lava habe ich keine gesehen. Dann. Okay. Lava habe ich generell noch gar keine gesehen. Oh ja, ein bisschen was, ja. Lava hast du gesehen?
nicht auf der Map, aber ich meine so generell. Da war ich mir zuerst unsicher, ob wir die schon überhaupt mal gesehen haben. Ja, wir könnten hier auch noch ein paar Dingsgeneratoren herstellen, dann müssen wir das Wasser herbringen, ne? Also Wasser und Kohle müssen wir gut zusammenbringen. Und auch hier oben in der Ecke machen. Oh, ein bisschen Wasser. Könnte man noch einen. Ach nee, jetzt können wir keinen Turbinengenerator mehr bauen. Die werden sich hier aus. Bildende Einheiten gibt's auch, ne? Was brauchst du dafür? Warte. Silizium. Stelle ich da noch ein paar Silizium-Produzenten hin? Wo brauche ich Silizium? Mindestens ein oder zwei. Weil ein bisschen mehr Silizium noch produziert wird. Da sind so ein paar Pumpen. So, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Plusstrom hier. Achso, der baut das Thorium gar nicht ab, weil der Bohrer das nicht abbauen kann. Hatte ich nämlich noch oder Titan mit runter oder so ein Scheiß. Gucken, ob der Johann mein Titan mit dabei ist oder ob der bloß Kugler macht. Entscheiden die sich für einen Kanal, wenn man die irgendwie drauf. Das, was gerade am wenigsten von den beiden im Kern ist. Okay. Wie, was ist denn im Kern ist? Also sie bauen ja entweder Kupfer oder Blei ab und das, nee, wovon wir gerade wenig. Der Knallkörper hier, wenn man so einen Bohrer auf zwei Materialien baut. Also ja, ich glaube das, was er mehr bedeckt. Und halt ein selteneres Material. Als braucht das mehr Sand. Ja, um mehr. Dann kann man nämlich den Strand abschaufeln. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe. Nix. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Ja,